Der Fürstenzug. Eierschecke. Was seid ihr denn? Hier draußen, in der Hochen. Seid ihr drin? Na, in der Hochen. Noch inne? Ja, inne, das darf man länger genügen, genießen. Vier erzgebirgische Schnitzkunst hier. Alles zum Verkauf auch. Aber natürlich dementsprechende Preise. Hier noch mehr. Jede Menge Schwibbögen hier. Oder die Gegenrichtung wechselt. Aber auch die Kinder können. Aber die Kinder können. Die Kinder können. Die Kinder können. Im Hintergrund hört man schon den Zug. Guten Morgen erstmal. Heute geht es Richtung Fichtelberg. Nachdem wir gestern in Dresden waren und zum Putzenabend, habe ich auch nicht viel gesprochen, wollte ich einfach mal so die Bilder wirken lassen. Ja, genau. Stimmt mal ein bisschen. Die wird bockig. Da kommt er, der Fichtelberg Express. Viel Anmahn hier. Leute fahren viel draußen. Und da sieht man nochmal die Bahn. So ist noch geschoben von der Diesellok mit zur Sicherheit. Es ist hier winterlich hier. Jetzt geht's weiter.
hier. Das Dampfrost hat zu tun. Der Gegenzug. Die einfache Fahrt kostet 9 Euro bis zur Endstation nach Oberwiesenthal. Ach nee, noch nicht ganz. Hammer Unterwiesenthal. Da ein Schwibbogen. Hier ist die Auflaufinsel. Ich werde jetzt mal herstellen, ich hab's jetzt mit. Ja, die Diesel-Lok zieht mit. Viel zu tun hier, sind noch wenige Meter bergauf und da vorne ist der Fichteberg. Ah, jetzt verschwindet es im Nebel, vor allem. Jetzt sind wir in Unterwiesenthal. Sieht ganz schön mit. Naja, sind sehr viele Wagen. Voll zu tun, das Ding. Oh, da sieht man die Skihänge. Seht ihr über das Viadukt hier? Da sieht man die Schatten der Waggons. Ort Oberwiesenthal. Na, wo ist das Schild? So, jetzt wird umgekoppelt. Und hier die Diesellok. Fichtelbergbahn. Oben ist das Fichtelberg-Hotel. So, das war die Zugfahrt. Haben wir ja dann noch ein bisschen winterlich hier zum ersten Advent bald. So ist das schön. Mal gucken, ob wir einen Weihnachtsmann sehen. Wir haben das mit Spaß. Ja?
oben die Schanze. Hier befinden wir uns, Skigebiet Fichtelberg. Eine Riesenraupe hier vor dem Skihang. Wunderbares Wetter heute hier. Da oben ist die Schanze, wie gesagt, nochmal. Und hier fährt die Schwebebahn hoch. Mit Bähnchen. Ist natürlich auf dem Samstag hier sehr viel los. Naja, bei dem Wetter, wa? Das will man sagen. Besser geht's ja nicht. Skihütten hier. Ja. Deine Hose glänzt so schön hinten. Eingepullert. Da hast du die zum Radfahren auch immer an. Oben hängt der Nebel. Gut, die Hose? Ja. Der Klinowitsch da hinten. Tschechischer Seite. Höchster Berg des Erzgebirges. Und hier sieht man mal, wie die Wolken drin hängen. Drüben der Skihang, wie gesagt. Das Hotel. Herrliche Bilder. Carsten und Sven. Und da fährt wieder eine Gondel hoch. Na, wo ist er? Da. Krottendorf. Und hier geht's zum Hotel und Restaurant von Herrn Weißflug Jens. Seinerzeit seit Olympiasieger 84 und 94, 98. Wie sagte damals Heinz Florian, mach's noch einmal, Jens. Jens, je aufs Ganze, möchte ich berlinerisch sagen, zu dir als Erzgebirgler. Und flieg! Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Ich bin für eine Reportage mal gerügt worden, von einer höheren Instanz, aber... Da, wo du hinten das Flachdach siehst. Die drei von der Tankstelle hier. Am Waldrand. Da ist er. Da ist ein Weißflug sein Ding. Aha, da Carsten gesagt. Und wenn er es sagt... Dann stimmt es auch. Hier nochmal ein herrlicher Blick ins Tal. Und ein Unterwiesental müsste das sein. Und da laufen die beiden Bäckerburschen. Herrlich winterlich. So haben wir uns das gewünscht. So, die Wegweiser hier, alle nach großen Skisportlern benannt. Konrad Winkler, Barbara Pitze, Viola Bauer, alles Langläufer aus der DDR ehemals. Weißflug sein Hotel da. Hier steht es dran, wie unten auch schon der Hinweis. Der Winterwald hier, herrlich. Ja, für uns geht es bergab mehr oder weniger Richtung Neudorf wieder. Ja. Ist auch entspannter zu laufen. Alles bei Sammler-TV zu sehen. Er sagt. Alles bei Sammler-TV. Kleine Gewässer hier, schön in der Sonne. Leichte Eisdecke drauf. Da hinten eine kleine Hütte im Wald. Hier ein kleines Bacherl mit Stauwerk. So, in dieser Hütte. Im Hintergrund werden wir jetzt unser Mittagessen machen. Carsten hat einen Kocher mit. Was gibt's denn heute Feines? Ah. Mach doch nicht immer so offen, Junge. Wir können doch einfach nur mal ein paar Eier braten. So schön mit Brot denn. Oh, das dauert noch ein bisschen. Ja. Hä? So, hier ist Glühwein.
so. Dazu die Bratwürste. Ja, die müssten fertig sein. Brandenburger Art. Bisschen also dunkel. Art. Ja? Nee. Nee, ne? Wohl bekomm's. So, die Mittagspause ist beendet. Jetzt geht's weiter Richtung Neudorf. Ich hab zwei leckere Bratwürste. Glühwein dazu. Hier im Wald ein Harvester. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen eisiger. Keine Sonne hingekommen. Muss aufpassen. Der Weg ist glatt und verharscht. Glück auf! Und jetzt ein Lied! Lied durch! Oh. Hallo! Oh, ein Teufel! Herzlich willkommen in Neudorf! Sind noch vor Ort! Das ist eine Jugendherberge hier. Alte Häuser hier hinten. Jetzt sind wir im Haha Kerzenmuseum hier. Da kannst du deine Kerzen dann selber ziehen. Dauert aber 2 Stunden, so lange haben wir jetzt nicht Zeit. Klarer Verstand ist gestorben, es trauert gefährlich, bekloppt, Desaster, beliebig, Geschwafel. Hier sind die ganzen Zutaten, um die Kerzen ziehen können. Ein Messer. Im Verkaufsladen finden sich einige Sachen. Sehr viele Sachen hier. Besondere Geschenke hier. Was denn? Kinderei, wir rauchen's gleich. Für die ganz Schnellen, die nicht in den Laden wollen, gibt es hier auch so einen Automaten, wo man sich Räucherkerzen ziehen kann. Der erste Schneemann. Hier ist das Suppenmuseum, das sogenannte. Da wird es wahrscheinlich Suppen geben drin. Da gibt es wahrscheinlich sämtliche Suppen, Utensilien, Töpfe, Tassen, Teller, Schüsseln. Eine kleine Pyramide hier. Einer der kleinsten. Oh, hier ist das Grenzwald, Grottendorfer Schnapsmuseum. Hier noch eine alte Lore von der Wismut. Schwibbogen. Wir sind wieder in Zmönitz. Jetzt Bergparade, Weihnachtsmarkt etc. Diese Villa hier. Gibt's einen Punsch?
ein Bärenpunsch mit Gin. An dieser Hütte gibt es der Zwönitzer Weihnachtsmarkt. Die Werk Knapp und Brüderschaft Oberscheibe Scheibenberg e.V. Glück auf! Erste Gründung 1523, ein Jahr nach der Stadtgründung. Die Neugründung jetzt in Juni. Was
Wasserschloss Klaffenbach. Sonntag, der 1. Advent, 1. Dezember. Wir machen noch eine kleine Runde heute. Dann geht's wieder nach Hause. Auf den Fichtelberg. Auf den kleinen Fichtelberg. Osten sagt. Und da kommt die Huschbahn. Das ist eine Straßenbahn. So sieht es hier innen aus im Schloss. Pyramide. Wieder bestes Wetter heute. Sonne fast frühlingshaft. Ja, für Interessenten hier findet das Sommerfest der Volksmusik statt mit Florian Silbereisen. Wer Interesse hat, kann ja mal herkommen. Hier sind wir in der Region. Klaffenbach. Oben ist Chemnitz. Und wir machen dann hier Richtung Adorf und so weiter. Jetzt müssen wir hier hoch, wa? Jetzt geht es erstmal über den Golfplatz. Golfareal. Und hier ist er, der Trimm-Dich-Pfad. Geht leicht bergan. Überall der Reif schön auf den Pflanzen. Jetzt durch Adorf durch. Jetzt sind wir durch die Felder erstmal. Und hinter uns ist Adorf. Ganz da hinten ist ein Ballon. Luftballon. Und? Hier ist die Straßenbahn. Ja. Da geht es nach Chemnitz. Und dort lang geht es nach Stolberg. Im Erzgebirge. Da drüben befindet sich die Ortschaft Sorge. Geht hier immer parallel zur Bahnstrecke. Hier ein paar Leute. War früher mal ein Güterbahnhof, die Streuobstallee hier. Ein Insektenhotel am Wegesrand. Wo sind die Insekten? Die sind weg im Winter, Sven. Schade. Nochmal ein Blick Richtung Chemnitz. Da, wo die Esse ist. Ein Flieger. Jetzt stetig bergan. Wir wollen zum kleinen Fichtelberg. Ist jetzt richtig warm in der Sonne. Der Raureif taut ab. Wunderbar. Und da hinten nochmal Chemnitz. Herrliche Sicht heute. Unten, das ist wahrscheinlich im Tal, da hinten, die Hallen sind das Flugplatz. Herrlich. Denn da hinten kommt Sven Sammler. Möppel.
voraus da oben der kleine Fichteberg. Oh, da unten sind wir hergekommen. Und voraus der kleine Fichtelberg. Zielpunkt erreicht. Unterhalb Jahnsdorf. Wüstenbrand, Grünau. Und hinten am Horizont. So viele Ortschaften hier. Ist Stolberg. Na, wo haben wir es? Ein bisschen nach links. Da müsste es sein. Nee. Doch noch weiter rechts. Dort ist Stolberg, die Ansiedlung. Schön. Hier unterhalb nochmal der Flugplatz von Jahnsdorf. Schöne Sicht heute. Wie gesagt, der kleine Fichtelberg mit um die 600 Meter war was? Müsste ich prüfen. Moment. Ungefähr so. Na ja, immerhin. Ja, hier nicht. Da steht sogar ein Flugzeug unten vorm Tower. Ja. Hier nochmal ein Blick nach der anderen Seite. Hügeliges Land hier, Vorerzgebirge. So, nochmal Blick zurück zum kleinen Fichtelberg. Wir gehen jetzt noch ein Stück höher hier vorzu. Und dann oben am Hang entlang durch den Wald. Jahnsdorf. Pension Morgensonne, aber hat schon die besten Zeiten hinter sich. Hier noch ein Schwibbogen. Und hier jetzt noch hoch. Dann haben wir bald den höchsten Punkt erklommen. So, mal ein Blick in die andere Seite des Tals. Jetzt am höchsten Punkt hier. Wanderparkplatz. Da unten sind wir hergekommen. Hinten nochmal der kleine Fichtelberg. Neben diesen Schildern, die Erhebung. Und in der Ferne Chemnitz. Vom zwei Schutzhütten, da können wir sicher eine Rast machen dann. Das ist auch die Erzgebirgs-Nordrandstufe. Katzenberg, Katzenstein. So, unser Mittagspunkt ist erreicht. Eine etwas heruntergekommene Schutzhütte, aber hier können wir sitzen denn. Bismut Aue-Fans hier. Haben sie ab und zu mal Mittagspause steht an. Das hat hier so ein Hügel erwärmt, schön im Kessel. In der Nähe ansässiger. So, heute Mittag gibt es mal Chilapchichi aus dem Brot. Die brutzeln schön jetzt. Ah, der Chefkoch. Jeder Arbeit hier. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Schmeckt auch gleich. Ja? Anni, der ist auch an der Kette eingehängt, der Kleine. Kutsche hier vorbeigekommen. Kutsche hier vorbei. Für den Kollegen hier in der Ecke mal noch, wenn der bevor man der ausblendet. Da immer so die intelligenten Gesprächsfetzen gibt. Kutsche hier vorbeigefahren. Da. Kutsche.
nur Acker hier. Für uns geht es da lang weiter. Oh, war ein leckeres Mittagessen. Jetzt treten wir den Heimweg an. Und dann geht es wieder ab in die Heimat nach Brandenburg, respektive Berlin. Angerichtet. Was haben wir denn hier feinet? Nicht viel. Schwappt es hier nach der Verdauung aus. Pferdeäpple. Sven, seine Verdauung sieht dann so aus. Da ist er. Da ist die Esse von Chemnitz Nord. Über 300 Meter hoch. Vorne kommt schon die nächste Rasthütte. Dort unten im Tal befindet sich Burkhardsdorf. Und linker Hand haben wir wieder einen Blick auf Chemnitz. So wird sich unser Kreis bald schließen und dann kommen wir nach Klaffenbach zum Wasserschloss. Sieht man den dampfenden Misthaufen? Ganz in der Ferne die Augustusburg. Oberhalb von Burkhardsdorf. Nochmal ein fantastischer Blick auf Chemnitz. Den zwei großen Essen. Hier wird nochmal gerastet. Eine schöne Aussicht. Ganz eine schöne Aussicht. Aber das ist auch eine wunderbare Aussicht auf Chemnitz hier. Ein Panorama heute bis Borna, sagt Carsten. Kann man gucken. Da wo die Qualmwolken am Horizont sind. Geradeaus. Da sieht man Qualmwolken. Ich sehe sie jetzt hier. Ah, da. Kraftwerk Borna kurz vor Leipzig. Wahnsinn, wie weit man hier schauen kann. Da Richtung Erzgebirge im Blick. Eine fantastische Sicht heute. Haben wir echt Top-Wetter heute erwischt. Taubenversammlung da auf dem Dach. Da schau her. So, da sind wir hergekommen. Unten schon das Wasserschloss Klaffenberg. Da müssen wir hin. Klaffenbach. Und hier ist die Krähenversammlung. Hier geht's wieder nach Klaffenbach. Da lang. Oh, hier hat sich der Raureif noch gehalten. Am Rand, wo die Sonne nicht hinkommt. Und hier drüben alles grün, sonnig. Mal einen Blick Richtung Chemnitz. Es gibt sogar noch Pilze. Damit erreichen wir wieder Klaffenbach. Sind wir wieder unten im Tal. Die Pferde auf der Weide. Eine Kirche und im Hintergrund die Neubaugebiete von Chemnitz. Ja, ein Flieger hier. Anflug auf den Flughafen in Jahnsdorf. Oh, geradezu jetzt schon wieder das Wasserschloss in Klaffenbach.
damit schließt sich denn unser Kreis. War da eine schöne Runde bei richtig frühlingshaften Temperaturen schon. Zumindest in der Sonne. Chemnitzer Fußballfreunde aus Jahnsdorf. Der FCK. Lokalverein hier. Damit schließt sich der Kreis. Wasserschloss Klaffenberg. Am Würmitschtal-Radweg. Das war unser erstes Adventwochenende im Erzgebirge. Damit ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.